Das würde eigentlich heißen, man muss das Zeug kaufen. Kaufst du da mit? Ich habe schon länger mal was gekauft in Gold, aber ich meine, ich habe noch nie diese Grafik gesehen. Also für mich eigentlich wirklich ein Kaufkandidat, haben wir schon einige Monate darüber gesprochen. Läuft noch nicht nach oben, aber wird das dann irgendwo die nächsten Monate schon noch tun, bin ich mir sicher. Ramon, diese 10% Rallye seit dem scheinbaren Nikkei-Crash, erstaunt dich die? Ja, mich erstaunt die Größe der Rallye. Ihr habt es ja bei Invest.ch wunderbar gesehen vom Timing her. Ja. Jetzt sind wir 10% gestiegen, haben vorher 10 verloren. Der Markt ist immer noch tiefer. Und was schon unglaublich war, die Geschwindigkeit des Ganzen und das alles wegen dem Yen. Das finde ich ja erstaunlich. Eigentlich sieht man ja dann, wenn da die Panik aufkommt, die Leute finden dann auf einmal eben doch die Verkaufsgründe, die sie vorher offenbar irgendwie nicht gesehen haben. Ja, und dann kam noch dazu, Warren Buffett hat auch noch angekündigt, kurz vorher, dass er verkauft hatte. Dann denkt man, der ist ein smarter Investor. Und eines hat das andere gegeben und dann sicher auch noch wieder Stop-Loss-Orders. Dann war es Montagmorgen. Nikkei ging nach unten. Also gut, aber jetzt ist schon lange vorbei, dieser Montag. Und jetzt würdest du da weiter kaufen? Nein, ich glaube nicht, dass es noch sehr viel höher geht. Also ich sehe hier so eine Flagstruktur drin. Die sagt mir, dass es noch ein Schübchen gibt nach oben. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ein paar Tage, eine Woche plus. Aber ich glaube auch, irgendwie ist es mehr oder weniger einfach satt. Wir haben hier einfach so eine Top-Bildung letztlich im Augenblick einfach Schwankungen wegen dieser Top-Bildungen. Und das gehört einfach dazu. Zuerst 10% runter, 10% rauf. Und das wird so weitergehen. Ja, ich meine, Volatilität, die zunimmt. Und jetzt hat sich alles wieder beruhigt und das passt dann für sich für mich so ein bisschen ins Bild rein. Man hat schon wieder vergessen und kann dann wieder weitergehen. Gut, Bitcoin. Was mich da erstaunt, jedes Mal, wenn ich bei LinkedIn reingehe, hat es da wieder die neuesten Erfolgsstories, neue Schulung, Krypto-Schulung und das haben wir gut gemacht und danke dir für diese. Also ich meine, das ist ein komischer Laden. Ja, nein, auf Bitcoin gibt es einen Haufen Leute, die Geld verdienen. Also wenn die Leute handeln, verdienen Leute Geld. Aber ich meine jetzt da, das ist gleich hoch oder sogar tiefer wie im Februar. Gut, heute ist es irgendwie wieder ziemlich gefallen da. Ja, das ist richtig. Aber ich meine, die meisten, die ja diesen Bitcoin promoten, die machen ein Geschäft daraus. Und ich glaube nicht, dass die das Geschäft daraus machen, dass der Kurs steigt, sondern die profitieren von der Aktivität der Leute, von Seminaren, von was auch immer. Ich meine, du sagst ja schon lange, mit diesem Flag an und für sich passiert nicht viel. Er steht in diesem Flag drin und ist immer noch drin. Ja, ich staune wirklich. Es ist von Halving die Rede, dass die Kurse steigen sollen deswegen und dann wegen dem Trump-Attentat und deswegen und deswegen. Letztendlich ist das Zeug einfach hier in dieser großen Flagstruktur drin. Man sieht es ja hier, steht oben an und unten auch wieder. Und ich meine, davon ist aber nirgendwo die Rede. Nein, aber ich meine, man sieht auch hier, Volatilität ist immer groß im Bitcoin. Und ich meine, wenn man von unten nach oben im Flag sieht, dann sind das irgendwie 15-20%. Mhm. Also gibt es dann auch wieder was zu gewinnen. Aber eben, wenn man einfach dabei geblieben ist, ist auch nicht viel passiert oder man hat noch ein bisschen verloren. Mhm. Also perspektivisch muss ich sagen, bin ich für den Bitcoin eigentlich hier aus technischen Gründen schon positiv eingestellt. Aber mehr kann man dann auf dem Link unterhalb des Videos nachlesen. Da haben wir dann eine Expertise verlinkt. Jetzt bin ich kürzlich, Ramon, auf diese Grafik hier gestoßen. Newmont Mining ist einer der beiden großen Goldminers. Und schau mal hin, wenn man da sich das jetzt anschaut, siehst du da, gibt es so im plus minus 10-Jahres-Rhythmus, 12-Jahres-Rhythmus immer so ein Tief. Und jetzt haben wir so eben wieder eines gehabt. Das würde eigentlich heißen, man muss das Zeug kaufen. Kaufst du da mit? Ich habe schon länger mal was gekauft in Gold, aber ich meine, ich
habe noch nie diese Grafik gesehen. Ich finde auch, man schaut ja sehr selten so lange Grafiken ein. Und ich meine, wenn man das jetzt anschaut, klar, dann sagst du, ja, das muss ja wieder hochgehen. 40 Jahre, ja. 40 Jahre. Man sieht auch, dass an und für sich über 40 Jahre am Schluss mit dieser New Mount nicht so viel verdienen war. Also wenn man unten gekauft hat, ja, aber wenn man irgendwo in der Mitte gekauft hat, ist man immer noch gleich weit. Ja, ja. Nicht zu vergessen, das alles im Dollar. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sehe, wie es jedes Mal... Also Dollar, da meinst du eben, weil der Dollar ja einen Wert verliert. Also eigentlich hast du, obwohl der Preis plus minus gleich hoch war, vor irgendwie 35 Jahren, hat man eigentlich Geld verloren. Ja, also man hat sicher weniger Franken als anno dazumal. Mhm. Aber eben, man sieht, jedes Mal ging es noch ein bisschen höher. Also wenn ich jetzt das einfach so schaue und sage, das geht noch höher, dann kann sich ja die Aktie von hier nochmals verdoppeln. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde sehr spezielle Grafik, aber ist gut mal aufzunehmen. Ja, ja, kann man ja mal vielleicht irgendwo zum Rumzapfen oder so. Oder ja, und ich meine, Gold, wir wissen ja, das kann... Wenn da Leute auf einmal von Krise sprechen, geht es dann vielleicht doch dann nochmal hoch. Gut, jetzt haben wir einen stärkeren Dollar gesehen gegen Euro. Das ist der Preis vom Euro in US-Dollar. Man sieht, es wird teurer. Der Dollar verliert an Wert. Ja, ich meine, das ist auch so etwas, auf invest.ch schreibt ja schon länger, dass der Dollar gegen Euro verlieren wird, Preisziel irgendwo 1,16, vielleicht sogar 1,20. Ja. Lange Zeit konnte man das kaum glauben, weil Europa so viele Probleme und ja, USA gut. Und, aber wenn man jetzt den Chart anschaut mit all den Problemen, die Europa hat, mit Frankreich-Wahl und was wir alles kennen, der Euro hat sich relativ gut gehalten. Mhm. Und jetzt kommt auf einmal der Flip zu USA, jetzt US-Wahlen, ja, ist auch nicht überraschend, aber die kommen. Also haben wir, das finde ich ja eigentlich auch ein wichtiges Ding, oder? Einerseits kann man die Probleme anschauen und so, sieht in Europa läuft es wirklich nicht gerade rund und irgendwie sogar immer wie schlechter. Aber was die Märkte halt tun, ist das andere. Und wir schauen hier die Märkte an und es geht darum, Geld zu verdienen an den Märkten und deshalb sieht man, es sind halt manchmal zwei Dinge. Und ja, jetzt geht es mal weiter nach oben. Ja, ich meine, jetzt Hauptargument ist dann für sich, USA werden Zinsen mehr senken als Europa, somit die Zinsdifferenz wird kleiner werden, somit der Euro stärker. Ich muss ehrlich sagen, was der Grund ist, weiß ich auch nicht, aber ich glaube einfach, dass für den Moment viele Leute überrascht wurden und somit das Ganze noch ein bisschen weiterlaufen kann. Ja, mit den Gründen ist das ja immer so eine Sache. Also wenn es ja klar wäre, gäbe es ja nicht Käufer und Verkäufer gleichzeitig. Das ist so. Lass uns doch noch über Nestle sprechen. Ja, Nestle letzte Woche, doch sehr überraschende Meldung. Der CEO wurde entlassen, und zwar relativ kurzfristig, auf 1. September. Jetzt kommt ein neuer aus Nestle raus. Ich meine, wenn man da den Chart anschaut, am Schluss ist nichts passiert. Nein. Anfang der Markt ein bisschen in der Panik. Ich meine, das Einzige, was ich jetzt da sagen würde, wenn wir jetzt vergleichen mit was im S&P passiert ist, ich meine, Sell-off und jetzt Erholung, und Nestle war die Erholung nicht wirklich da, aber ich glaube, alles zusammen passt zum Bild der Wedge. Mhm. Und man hat jetzt auch gesehen, also trotz vielleicht negativer Meldung oder überraschender Meldung ging es auch nicht mehr weiter runter. Das ist eigentlich ein Mechanismus, den wir vor 3-4 Monaten auch bei Roche gesehen haben. Ja. Die war auch out of mind und auf einmal dann, wenn sie gestiegen sind, kommen dann die positiven News und so weiter. Die werden halt in der Schublade behalten, bis richtig. Es dann nur stimmt. Für mich noch ein bisschen ein Unterschied. Roche war da, als der Markt da unten war, doch bei den Leuten sehr populär, viel diskutiert darüber. Jetzt in Nestle mit dieser News, ja, wurde auch wieder darüber diskutiert. Aber ansonsten, überraschenderweise, war es relativ ruhig um den Titel, obwohl der ja, ich meine, hat irgendwie 30% verloren. Ja, genau. Also für mich eigentlich wirklich ein Kaufkandidat, haben wir ja schon einige Monate darüber gesprochen. Läuft noch nicht nach oben, aber wird das dann irgendwo die nächsten Monate schon noch tun, bin ich mir sicher. Okay. Gut, jetzt Meyer Burger. Vor einem Jahr wurde ja die an vielen Orten gehypt. Es gab so dicke Titelzeilen, dass man die kaufen muss, unbedingt wegen alternativen Energien.
Ja, und das ganze Projekt in den USA, ich meine, dort gibt es so viele Subventionen, jetzt gingen sie auch nach USA und haben dann nochmals Geld aufgenommen, Kapitalerhöhung. Ja. Ich meine, dann an und für sich wirklich ging es nochmals hoch, aber jetzt kam doch eine Hiobsbotschaft, sie haben trotzdem zu wenig Geld, um die ganzen Projekte in den USA durchzuziehen. Also, das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen, die ist ja wirklich jetzt noch 1% von dem Wert, wo sie vor einem Jahr gewesen war. Und da ist sie ja schon ziemlich tief gefallen gewesen. Jetzt Hand aufs Herz, also wenn man letztes Jahr die nicht kaufen musste, obwohl sie hochgejubelt wurde, jetzt wird sie niedergesprochen, würdest du die kaufen, Meyerburger? Nein, ich meine, das Einzige, was ich sehe, wirklich eben, der Preis ist jetzt wirklich wieder extrem tief. Es kann natürlich von diesem Level aus immer einen Rebound geben von 50%. Mhm. Ich meine, auch, dass vielleicht wirklich jemand die Meyerburger-Technologie kaufen könnte. Aber dann ist eben die Frage, wir haben jetzt der Schweiz ein anderes Beispiel, da mit Hochdorf, wo an und für sich das Geschäft wird jetzt verkauft, aber für den Aktionär bleibt nichts mehr. Und Meyerburger, denke ich, könnte das ähnlich werden, dass die Geschäfte in den USA schon jemand kaufen will, aber der Wert übersteigt dann nicht die Schulden, die sie haben, und somit für den Aktionär bleibt dann nichts. Aber ich meine, es ist einfach erstaunlich, wir haben Energietransition, Solar, alles, was an und für sich jeder sagt, müssen wir haben. Und dann haben wir eine Aktie in der Schweiz, die Solarpanels herstellt, und die Aktie, ja, die geht nur runter. Da müssen auch die überall sagen, da muss man noch ein Windrad hinstellen und so, die müssen mal selber investieren in das Zeug, ihr eigenes Geld, und dann sehen sie, ja, was oder, dann rausschaut. Oder die chinesische Konkurrenz stoppen, ja. Und das ist sehr schwierig. Ja, genau. Gut, Meyerburger würden wir, glaube ich, beide nicht kaufen. Nein. Gut. Dann sehen wir uns hier in ein paar Wochen wieder. Vielen Dank, Ramon, und eine gute Zeit. Dir auch, wenn dir das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch und uns weiterempfehlen. Das hilft uns auf jeden Fall. Dann können wir auch noch viel mehr Videos machen. So, und das wäre es jetzt. Viel Erfolg dir auch an den Börsen und alles Gute.